Moin Leute, was geht zurück? Ich weiß, ganz viel Shappy aktuell. Ich habe mir jetzt einfach schon diese Woche extrem viel Zeit genommen neben den Streams und Arbeiten, was ja auch noch 40 Stunden die Woche ist, damit ihr irgendwie alles Mögliche bekommt, weil jetzt kommt tatsächlich die Zeit, wo man wirklich ein paar interessante Sachen irgendwie erfährt, wo man drauf hinarbeitet. Man fängt sich ja irgendwie schon an, ein bisschen zu freuen. Man ist zumindest gespannt, was da mit Modern Warfare 2 kommt und Warzone 2 und. Und deswegen gleich eine Chance. Ist keine Werbung oder sowas, aber bitte sagt mir Leute, Arizona Eistee ist doch einfach der geilste Eistee der Welt, oder? Also ich kenne keinen Eistee auf der Welt, der besser ist. Und den habe ich mit 6 Flaschen jeweils ein halber Liter für irgendwie 88 Cent pro Flasche bei Aldi gekriegt. Also schlagt da mal zu, Leute. Kann ich euch nur empfehlen. Wie gesagt, ist keine Werbung, ich kriege dafür kein Geld. Ich liebe diesen Eistee einfach. Wir haben ganz neue News, unter anderem zu Warzone 2 und Modern Warfare 2. Wie das SBMM überarbeitet werden soll, das ist tatsächlich das allererste Mal nach über 3 Jahren, dass Activision-Verantwortliche sich zu dem Thema Skill-Based Matchmaking überhaupt geäußert haben. Das muss man sich vorstellen. Seit 3 Jahren gehen wir mit dieser idiotischen Scheiße umher und außer kleinen Dieter und Timmy, der das geil findet, der aber gar nicht versteht, was das eigentlich ist, haben wir bisher nie irgendwas darüber gehört. Wir werden heute auch über die neue Rüstungsmöglichkeiten sprechen, genauso wie über etwas, was sich Activision bei Fortnite diesmal abgeguckt hat, was wir ebenfalls bekommen. Also diese Ballons, die wir jetzt ja auch in Rebirth und Warzone haben, das hat man sich ja 1:1 von Apex geklaut und jetzt klaut man sich noch eine andere Idee von Fortnite. Sprechen wir sofort drüber. Ich will euch einmal kurz die Homepage zeigen, wo diese ganzen Infos auch für euch zu finden sind. Hier auf der Homepage, Leute, findet ihr die ganzen Infos und ihr habt es schon gesehen. Ich muss einmal ganz kurz und möchte eigentlich auch euch einen kleinen Hinweis geben. Wenn ihr PlayStation-Guthaben haben wollt und PlayStation-Guthaben ist bei Ineva im Prinzip immer das günstigste. Ich habe bisher noch keinen Anbieter gesehen, der annähernd an der Preissituation irgendwie ranhaken kann. Könnt ihr einfach euch hier die verschiedenen Anbieter aussuchen. Ich nehme selbst immer den günstigsten einfach. Dann geht ihr einfach zur Kasse, dann meinetwegen PayPal oder ihr könnt auch mit Kreditkarte sofort überweisen, ihr könnt mit PaySafeCard zahlen, ihr könnt mit American Express, ihr könnt mit allen möglichen zahlen. Gebühr geht drauf, ihr könnt meinen Code Chappy eingeben, das spart euch 3%. Bin sehr dankbar, dass diese Partnerschaft schon so lange jetzt hält. Und ihr seid jetzt bei 44,62 € bei einer PlayStation-Karte mit einem Wert von 50 Euro. Das heißt, da könnt ihr euch PlayStation Plus kaufen oder es lohnt sich auf jeden Fall. Aber ich will euch diese Seite ebenfalls zeigen. Und zwar SBMM Reshaped von Modern Warfare 2. Das hier ist What If Gaming. Der Link zu der Seite plus zu der Seite, wo die Infos über das Release-Datum vom ersten Einblick in den Singleplayer-Multiplayer kommen, unten im Video, in der Videobeschreibung, könnt ihr euch also sehr gerne selbst angucken. Und an der Stelle ganz wichtig, Leute, lasst sehr gerne ein Like auf dem Video und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, wir haben hier in den letzten 2 Wochen sehr viele neue Abonnenten dazu bekommen, herzlich willkommen. Wenn ihr noch neu seid, noch kein Abo dagelassen habt, ich glaube 60% aller Zuschauer lassen kein Abo da bei den YouTubern, ich habe keine Ahnung, woran das ist, man vergisst es wahrscheinlich. Vielen Dank für den Support, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr eure Meinung vertreten wollt, wenn ihr eine Frage habt, dafür ist die Kommentarfunktion da. So, und dieser Artikel hier schreibt: Skill-based matchmaking has become a hotbed of discussion over the last few years. It continues to be a source of concern amongst fans of the franchise. Activision has since fought out an improvement to the SBMM framework, assigning a subsidiary studio, Daemonware, with curating and refining the system. Kurzer Hintergrund: Daemonware ist alleine verantwortlich für die Kreation von SBMM, in welchen Parametern das funktioniert und. So, und hier sind die Infos von einem Mitarbeiter von Activision direkt gekommen, der darüber gesprochen hat, dass man mit Modern Warfare 19 ja SBMM reingebracht hat, aber mit Modern Warfare 19 gar nicht erwartet hat, dass es so erfolgreich wird, weshalb man auch nicht erwartet hat, dass dieses Skill-Based Matchmaking-Thema so groß wird. Und er sagt, in den letzten 2 Jahren, also Cold War, Warzone und Vanguard, haben wir an Skill-Based Matchmaking-Formel, nenne ich es jetzt einfach mal vereinfacht, gearbeitet und versuchen, das Ganze besser hinzubekommen. Unser Ziel ist es, alle Brackets von Skill, das heißt hoch genauso wie niedrig, irgendwie glücklich zu machen. Das erste Mal, dass es überhaupt ein Activision-Mitarbeiter darüber spricht. Und wir haben festgestellt in den letzten Monaten, dass Long-Term Progression, das heißt auf lange Sicht gesehen, das Skill-Based Matchmaking, wie es jetzt funktioniert, nicht weiter funktionieren kann und sind dabei, das Ganze zu bearbeiten.
einer der Vorschläge von ihm selber, der wohl aktuell getestet wird, ist, dass man eine komplette Protected Bracket einführt. Also wirklich für körperlich, geistig eingeschränkte Spieler, die man natürlich trotzdem gerne in der Franchise haben möchte. Nur weil die eine körperliche oder geistige Einschränkung haben, heißt es ja nicht, dass man die deswegen ausgliedern möchte da. Die möchte man gerne trotzdem einladen. Die sollen natürlich in geschützten Brackets spielen, weil wenn ich mit meinem Super Level 4 SCUF-Tasten-Controller, 2000 Euro Gaming-PC, Aim Assist, Skill in eine Bracket gehe mit Leuten, die vielleicht mit einer Hand spielen oder einem Arm oder vielleicht geistig nicht 100% auf der Höhe sind, weil sie eine Einschränkung haben, ja, dann werden die natürlich durch die Gegend geballert und haben alles, aber mit Sicherheit kein gutes Gefühl. Finde ich gut. Und da ist die Idee, dass diese Leute eine Protected Bracket bekommen, die man ja extra für solche Leute, genauso wie für Leute mit nur einem maximalen Level, bis Level 30 Protected zum Beispiel oder 40 oder Spielzeit, wie man es machen möchte. Und dazu sollen, und jetzt kommt das Interessante, AIs mit reinkommen. Die nennen das Environmental Edition, was bedeutet, die wollen Pools kreieren, wo Bots mit drin sind. Das ist eine der zwei Sachen, die man sich von Fortnite anscheinend abschaut. So, dass in diesen Protected Brackets Leute gegen andere Leute spielen, aber gleichzeitig auch gegen Bots spielen. Und das Ganze soll für den DMZ-Modus genauso wie für den Warzone 2-Modus dann verfügbar sein. Dabei soll es verschiedene Schutzmechanismen geben, damit diese ganzen gottlosen nordamerikanischen Swag-XBL-Cheater-Wichser nicht in diese Lobbys mit reingehen. Was? Und Leute, ihr könnt euch, und da werde ich nochmal ein Video zu machen, ich werde euch mal die letzten 10, 15 Runden von nordamerikanischen Pro-Playern zeigen, über einen COD-Tracker mit 6er, 7er, 8er KDs in Warzone. Und dann werde ich da mal vergleichen, unsere europäischen Spieler wie Pentagon oder Kaiser oder sonst was. Ich kann euch nur eins sagen. Allein gestern, Metaphor, ist einer der amerikanischen, selbsternannten besten Warzone-Spieler. Der spielt eine wöchentliche KD in Warzone von 5,73, stand gestern, also Samstagabend. Dieser Mensch beschwert sich in jedem Tweet und in jedem Video, dass Leute mit Controller und Aim Assist absolut unfair sind und dass es echt dumm ist, dass es sowas gibt. Dieser Typ spielt ausschließlich 0,6 Lobby-KDs. 0,6. Soll mir einer erklären, wie das möglich ist? Sowas soll hier ein bisschen unterbunden werden. Was leider bleiben wird, sind Disbanding-Lobbys. Das heißt, ihr habt eine Lobby, ein neues Game wird gesucht, die Lobby wird getrennt. Neue Spieler kommen dazu und Map-Voting wird sich dann zeigen, kann ich mir nicht vorstellen, dass es wieder reinkommt. Disbanding Lobbies, und das sagt er selber, ist das A und O für Activision, damit Skill-Based Matchmaking funktioniert. Ansonsten würde das ganze System einfach kollapsen, also auseinanderbrechen. Grund dahinter, wenn es Disbanding Lobbies nicht geben würde, würden ja irgendwann einfach in einer Lobby nur relativ viele schwache Spieler sein, wo man dann einfach als guter Spieler die ganze Zeit drinne bleibt. Das Skill-Based Matchmaking analysiert ja eure Stats in jeder Runde aufs Neue. Das heißt, sie arbeiten dran und sie geben selber an, dass sie Skill-Based Matchmaking in der einen oder anderen Form im neuen COD definitiv anpacken wollen. Dazu wieder What If Gaming, Leute, die nächste Info, und jetzt kommen wir einmal auch schon Richtung Schluss des Ganzen. Aktuell ist geplant, dass wir das Reveal-Event als Trailer für den Multiplayer, sonst war immer Singleplayer vor dem Multiplayer, dieses Jahr scheint es ein bisschen anders zu sein, am 8. Juni stattfinden soll. Also von heute aus in im Prinzip 2 Wochen schon. Am 9. Juni, also einen Tag später, soll dann die ersten Bilder in Form von eines Trailers mit einer kurzen Mission aus dem Singleplayer kommen. Wann können wir die Alpha erwarten? Das ist aktuell noch so ein bisschen schwierig. Man vermutet, dass es wieder Gunfight-Modus sein wird. 2 gegen 2, der war wohl in Modern Warfare 19 beliebt. Ich fand den ganz cool, um ein kleines Gefühl zu bekommen. Aber er hat mich jetzt nicht 4 Tage irgendwie angefasst. Aber braucht es auch gar nicht. Da ist es noch kein Zeitpunkt. Man erwartet aber früh August, wahrscheinlich erste, vielleicht zweite Augustwoche. Das ist schon mal ganz interessant, dass wir da ein paar Daten haben. Natürlich werde ich euch da auf dem Laufenden halten.
Was ändern die jetzt aber noch, was von Fortnite wieder kopiert wird? Und zwar soll es die Möglichkeit geben, wenn ihr in Warzone oder auch Rebirth, DMZ-Modus, später jemanden knockt, also er ist auf Boden wie in Rebirth Warzone, dann sollt ihr ihn 6 Sekunden exekutieren können, was in der Form eines Verhörs stattfindet. Das gibt es 1:1 in Fortnite so. Und wenn ihr diesen Gegner 6 Sekunden verhört habt, sollt ihr, da arbeiten wir aktuell noch dran, da ist noch nicht sicher, wie das laufen wird, Infos darüber bekommen in Form eines Pings oder Drohne extra für seine Teammates. So, also ihr verhört ihn 6 Sekunden, er stirbt dann und dann wird euch auf dem Radar angezeigt, wo seine Teammates sind. In Rebirth funktioniert das ähnlich, wenn ihr einen knockt und dann tötet, wird ein Ping angezeigt, wo die Teammates von ihm in Rebirth gerade rumlaufen. Also 1:1 eine Idee, die man tatsächlich, muss man ganz ehrlich sagen, von Fortnite abgeguckt hat. Da muss man mal gucken, wenn dieses Verhör nachher tatsächlich nicht 6 Sekunden geht, sondern 15 Sekunden, dann lohnt es sich nicht, weil es einfach viel zu lange ist. Ist auf jeden Fall für mich ein Zeichen, dass man seitens Activision überlegt, neue Dinge in das Game zu bringen. Dann kommt dazu, es wird, und das macht mir ein bisschen Kopfschmerzen, um ehrlich zu sein, es wird eine neue Rüstungsform geben. Und zwar ähnlich, wie das eigentlich in Blackout ist, mit einer kleinen Änderung. Es gibt Armor 1, 2 und 3. Um diese Panzerung anzulegen, müsst ihr erst den Satchel, den Rucksack, extra für diese Rüstung finden, die Tasche sozusagen. Aber wenn ihr denn Armor 3 habt und das wird euch zerstört, bleibt der Rucksack trotzdem. In Blackout war es ja so, wenn ihr Level 3 Armor hattet und die wurde zerstört, dann war sie komplett weg, da war nichts mehr zu reparieren. Weshalb viele Leute, die Level 3 Rüstung hatten, in Gunfights nicht mehr reingegangen sind, weil die im Endkampf natürlich super wertvoll war. Genauso arbeitet man mit 3 verschiedenen Stufen eines Inventars und aktuell heißt es, soll das wohl im DMZ-Modus genauso wie im Warzone-Modus sein. Und zwar, wenn ihr Sachen tragen wollt, Waffe, Primärwaffe, Sekundärwaffe, dritte Waffe, Munition, Perks, Ausrüstung, alles was ihr irgendwie Streaks nehmen könnt, sollt ihr nur ohne Rucksack in beschränktem Maße nehmen können und dann gibt es Rucksäcke mit 3 Stufen, Stufe 1, 2 und 3, so dass ihr wirklich ein Inventory habt, was ihr auch managen müsst. Da habe ich ein bisschen Kopfschmerzen mit, denn da sind Maus- und Tastaturspieler tatsächlich riesig im Vorteil, einfach weil es bis heute, ich kenne kein Game, was es hingekriegt hat, dass man mit einem Controller das Inventory in so einem Game schnell handhaben kann. Das ist, finde ich persönlich, in Apex Legends mit dem Controller schon teilweise anstrengend und auch in Games wie, keine Ahnung, Escape from Tarkov oder so, ist es einfach viel, viel einfacher, das Ganze mit Maus und Tastatur zu machen, als mit einem Controller. Da arbeiten sie aktuell wohl trotzdem dran, weil sie diese Idee umsetzen wollen. Bin ich, ohne es jetzt gesehen zu haben, ehrlich gesagt kein großer Fan von, weil ich nicht weiß, ob Controllerspieler in dem Fall extrem benachteiligt werden. Es sei denn, man kriegt es halbwegs intuitiv hin. So wie man das in Blackout damals gemacht hat, wo man dann Schnelltasten hatte mit Pfeiltaste runter, wo man Granaten switchen konnte. Das war schon besser, aber es war immer noch ein krasser Nachteil zu Leuten, die auf dem PC gespielt haben, mit Maus und Tastatur. Das sind so ziemlich die Infos, die wir aktuell haben, Leute. Ich finde es sehr interessant, dass Activision da tatsächlich über Skill-Based Matchmaking mal gesprochen hat. Das ist ja wirklich eine Rarität mittlerweile. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde es heute Nacht erst schneiden, nach dem Stream. Da könnt ihr mir gerne mal zuschauen. Jetzt gehe ich erstmal 2. Halbzeit Liverpool gucken, in der Hoffnung, dass Liverpool tatsächlich die Meisterschaft noch gewinnt. Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich über den Support weiterhin riesig freuen. Macht euch einen schönen Tag. Haut rein.